Wache Augen und schnelle Hände, die brauchten Werders Spieler bei einem besonderen Trainingstermin am Mittwoch. Mit optometrischen Mess- und Prüfverfahren wurde die visuelle Leistungsfähigkeit der Grün-Weißen ermittelt. Das Ziel, dem Gegner einen Schritt voraus sein. Zeit ist ja im Fußball ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn ich Zeit gewinnen kann, indem ich eben schneller reagieren kann, indem ich schneller handeln kann, indem ich Dinge schneller wahrnehmen kann, für mich besser verarbeiten kann, dass sie mir eben helfen, eine Bewegung besser, kürzer auszuführen, dann sollte man das nutzen. Was aussieht wie ein Spaßartikel vom Jahrmarkt, dient in Wirklichkeit also der Verbesserung der Wahrnehmung. Für die Profifußballer bedeutete dies ein ganz neues Ballgefühl. Durch die Brille hat man verschiedene Sichtweisen. Es ging erst irgendwie, der Boden war rechts abfällig, dann links abfällig, dann nach vorne abfällig und dann etwas bergauf. Von daher war es doch schwierig, den Ball ins Tor zu spielen, weil man das Gefühl hatte, man steht etwas schräg da. Etwas schräg sahen die Spieler auch mit vielen der übrigen Versuchsgeräte aus. Die Übungen kosteten zwar wenig Schweiß, dafür aber umso mehr Konzentration. Ja, vielleicht kann das räumliche Sehen dadurch gesteckt werden, damit man seine Mitspieler im Umfeld auf dem Platz besser sieht, dass man mehr weiß oder besser weiß, was um einen herum passiert. Seit 2 Jahren arbeitet Werder bereits mit dem Team um die Augenspezialistin Alexandra Römer zusammen. Auch die Handballer des HSV Hamburg und die Fußballnationalspielerinnen ließen sich schon von der Visualtrainerin die Sinne schärfen. Also es geht ja darum, einzelne Spieler individuell zu fördern. Einfach die Ressourcen, die jeder hat, einfach auszunutzen und die visuelle Wahrnehmung verbessern. Das kann sich natürlich positiv im Passspiel auswirken, das kann sich positiv in der Treffsicherheit auswirken, auch im Spiel. Aber es ist natürlich nicht so greifbar, weil die Situationen sind ja nicht voraussehbar. In die Zukunft schauen konnte also auch sie nicht. Dem Ziel, eine erfolgreiche Saison zu spielen, sind Werders Fußballer mit ihrer Hilfe aber sicher wieder ein Stückchen näher gekommen.